Und zwar, ich habe gehört, es gibt ein paar sprachlich-englische Missverständnisse über den Hadith, der besprochen wird. Und zwar Nein, in Jami at-Tirmidhi, den der haben Hadith wir Nummer 11. perfekt übersetzt. Da gibt es keine Sprachfehler hier. Nee, Und keine sag bitte nicht, Sprachfehler. Bruderherz, sag bitte nicht, Arabisch kann man nicht übersetzen. Wenn du damit kommst, dann komme ich mit einem noch viel, viel schlimmeren Hadith, ja, der sogar perfekt übersetzt worden ist. Dann lese ich ihn dir vor und du wirst Schock des Lebens bekommen. Deswegen Das habe ich bitte. gar nicht behauptet, darauf wollte ich Okay. gar nicht hinaus. Und Okay. Dann zwar, ist gut. Dann ist gut. Okay. darf ich den einmal vorlesen, okay? Okay? Was willst du vorlesen? Den Hadith einmal nochmal laut vorlesen, okay? Du kannst ihn vorlesen, wenn du willst. Okay, Go ahead. Ibn Umar sagte, eines Tages bin ich auf Nein. das Haus von Hafsa geklettert. Okay. Ja, er ist auf das Haus von Hafsa geklettert, nicht Mohammed sallallahu alaihi Ja, wasallam, und sondern Ibn wen hat er Umar. da oben gesehen? Er hat von dem Haus von Hafsa den Propheten gesehen. Er hat nach unten geschaut und hat von oben den Propheten gesehen. Nein, liest es nochmal bitte. One day I climbed on Okay, Hafsas ich lese es house. dir vor. Ich lese es dir vor. Okay. One day I climbed on Hafsa's house and I saw the prophet relieving himself while facing the Ashaham with his back towards the Kaaba. Er war oben auf dem Dach, umgedreht, Rücken zur Kaaba und ja, hat Nee, geschissen. so steht das tatsächlich nicht da drin. Es steht. Ich übersetze es dir nochmal, wenn du es mir nicht Ich brauche glauben möchtest. deine Ich wiederhole das Übersetzung nicht. nochmal. Ich brauche deine One Übersetzung day, one day, nicht. I climbed on Hafsa's house. Okay? And I saw the prophet relieving himself while facing the Ashaham with his back towards the Kaaba. Das ist ganz einfach zu verstehen. Da kann man nicht sagen, nee, der war ja nicht da oben. Er hat ihn irgendwo. Nein. Das ist ganz klar. Er ist hochgeklettert und hat gesehen, wie der Prophet mit dem Rücken zur Kaaba. Ja, mehr muss ich nicht sagen, du weißt schon. Ja, warte, wer Und war auf jetzt, dem und man kann Hafsa? jetzt nicht sagen, es ist falsch übersetzt, es ist nicht richtig, Wer? das Das ist habe ich nie perfekt behauptet. übersetzt. Warte, also als erstes können wir erstmal so machen, dass man sich gegenseitig ausreden lässt. Okay, dann lass mich kurz mal meinen Satz zu Ende bringen. Okay, tamam. Meine Frage ist, warum mit den Rücken zur Kaaba und warum steht denn sowas drinne, dass er mit den Rücken zur Kaaba geschissen hat? Was hat Ah, dieser okay, das kann ich dir erklären an einem Beispiel. Zum Beispiel, es wird auch Okay, bring gesagt, mir eine Quelle. Bring mir eine Quelle. Ich will keine Philosophie, ich will eine Quelle. soll ich mir die jetzt aus der Nase ziehen? Okay, dann hol mir aus den Tafsire eine Quelle, die das Oh hier mein erklärt. Gott. Und dann können wir weiterreden. Weißt du, wozu es Tafsire gibt? Naja, um das Zum zu erklären, Koran. natürlich, selbstverständlich. Ja, aber bei Hadith nennt man das nicht Tafsir, falls du das nicht wusstest. Okay, bring mir eine Quelle. Ich wiederhole mich nochmal, weil das ist, was du gerade sagst, das bringt mir gerade nicht viel. Bring mir eine Quelle, der das hier erklären kann. Bring mir bitte eine Quelle, der das hier Jami Atimidir 11 erklären kann. Hast du einen englischen Duden dabei, der das auf Deutsch übersetzt? Christuskind will los. Nochmal, Guck, bitte. warte, nein, 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 jetzt, ich Wieder. möchte kurz Nein, 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 ausreden, nein, das okay? ist okay. Sagen wir im allerschlimmsten Fall, er hat ihn woanders gesehen, vom Dach aus. Okay, wenn du auf Ja. diese Schiene gehen möchtest, okay. Bring mir ein Tafsir oder eine Erklärung, der das erklärt, warum er das getan hat. Frag Isam Bayern, ob er hochkommt. Der schaut zu. Ja, alles gut. Er soll mir das bitte erklären. Sagen wir mal im allerschlimmsten Fall, okay, er hat ihn nicht da oben auf dem Dach gesehen. Aber warum ist er irgendwo mit den Rücken zur Kaaba und kackt? Wenn er mit dem Gesicht zu Kaba, wer hättest du auch gefragt, warum so, warum nicht andersrum? Meine Frage ist, kannst du mir das erklären, wieso das da drinne steht? Ich bin kein Hadith-Gelehrter. Okay, und warum kommst du dann hoch und sagst, du kannst es erklären, wenn du keine Quellen hast? Weil du ein sprachliches Missverständnis mit dem Hadith hast, weil du die Nein, ganze Zeit sagst, darf du ich kannst das nicht ausreden, darf ich erklären. Das ist das ausreden, Problem. darf Nein, ich nein. ausreden. Du kannst das nicht erklären. Das ist das Problem. Ich Du kann das versuchst jetzt erklären. mit Ich deiner hab's doch gerade Philosophie, du erklärt. versuchst jetzt Lach mit dir deiner mal unten Philosophie, in die mir das zu Augen. erklären, was da drinne ist. Aber bring mir doch eine Quelle, der das erklärt. Dann ist doch gar kein Problem. Dann hast du gewonnen. Versprochen. Also, wir sind beide keine Hadith-Gelehrte. Du ziehst etwas aus dem Kontext, sagst, das Englische, so wie du es verstehst, wäre richtig. Ich sage, dass es Dann nicht so erklär ist, mal. denn Wie ist es Ibn. dann? Dann erklär mal.
Dann bring mal eine Erklärung, warum das da drinne steht. Wäre ich nicht unterbrochen werden, hätte ich weitergeredet. Ja, rede. Und zwar Ibn Umar sagte, dass er auf das Haus geklettert Okay, ist das und versteht von mich nicht. diesem Punkt aus den Propheten gesehen hat, wie er mit dem Rücken zu Kaaba sich erleichtert hat. Was darunter zu verstehen ist, weiß ich selber nicht. Aber was ihr euch darunter vorstellt, kann ich mir gut vorstellen. Also, er hat gesehen, dass er mit dem Rücken zur Kaaba sich erleichtert hat. Richtig. Und mit dem Gesicht zur Okay, was heißt das Essstelle. Wort erleichtert? Es kann Geschäft erledigen sein, also Was? Oh, hör auf, Geschäft Mann. Du bist, erledigen. hör auf, Mann. Ey, wirklich, hör auf, bitte. Jeder, der die deutsche Sprache versteht, weiß genau, was erleichtern heißt. Wenn du auf Ich der sag mal, Toilette er gehst, hat was eine machst Anfrage du denn? geschickt. Ja, gleich, wir holen Wir ihn wollten gleich ihn hoch. doch aufhalten. Erst Ja, einmal bitte, machen wir hör jetzt auf, das Spiel Mann. fertig. Bitte, hör auf, Mann. Bitte, nimm's mir nicht böse. Aber wir wollen hier keine Takia machen. Guck mal, was heißt denn Ja, du erleichtert? bist derjenige, der Taqiyya macht, Digga. Genau wie die Okay, Schiiten, Wallah. wir machen das ganz einfach. Was heißt erleichtert? Wenn du zur Toilette Erleichtern. gehst, Man kann sich was machst du erleichtern, wenn da? man sich hinlegt, wenn man scheißen geht, wenn man masturbiert. Es gibt so viele Möglichkeiten von Ah, also hat Erleichterung. er eventuell sogar masturbiert. Aha. Oh, für Masturbieren gibt es so viele Wörter, du glaubst es nicht. Hey, komm, lassen wir das mal einfach. Alles Ja, gut, da das ist kommt die überhaupt nicht so Taqiyya schlimm. raus, Digga. Da kommt die Taqiyya raus. Es hat keinen Wert. Ich eröffne ein neues Thema, weil ich habe gemerkt, keiner kann drauf eingehen. Es ist zu schwer Hä? für Du die. musst Englisch lernen. Was Digga, mach zum. immer runter Oh jetzt, mein denn Gott. Oder ich Junge. kann besser Englisch wie du. Was versuchst du mir gerade zu erklären? With his backs towards the Kaaba. It's so Mach simple to den understand. runter, Alter. Scheiße. This is so easy. Es ist so easy, es ist egal. Wir eröffnen ein anderes Thema. Keiner kann darauf antworten, Mann. Es hat Mach keinen ihn Wert. runter. Isa hat doch eine Anfrage geschickt. Nimm Ja, dann doch geh E-Mails runter, wenn hoch. du willst, wenn du nicht reden Es willst. hat keinen Wert, Mann. Wir fangen ein neues Thema an. Ah, war. Brian, es hat keinen Wert, Mann. Ich fange ein neues Thema an, weil ich habe gemerkt, da kann keiner drauf eine Antwort geben. Das ist Schwachsinn. Nimm mal Also, Christuskind hoch. ja, ich nehme die Schwester jetzt gleich hoch. Keiner kann mir eine Quelle bringen. Alle wollen philosophieren. Ich will eine Quelle, eine Quelle. Es hat keinen Wert so. Ich will eine Quelle. So, Christuskind, wo ist die? Weil ich sehe die gerade nicht. Warte kurz. Ich soll einfach eine Anfrage schicken. Ja, egal. Wir fangen jetzt ein neues Thema an, weil ich habe gemerkt, das bringt nichts. Wie gesagt, das hat keinen Wert. Deswegen, ich fange jetzt ganz normal mit einem ganz anderen Hadith an und dann ist okay. So. Jetzt eröffnen wir einfach ein anderes Thema und dann ist gut, weil es hat keinen Wert. So, Isa, dann nehmen wir mal den Isa hoch. Oh. Jo, hallo. Servus, mein Lieber, wie geht's dir? Kannst du sehen? Ganz gut, wie geht's dir? Auch gut, auch gut, auch gut. Nice. Ja, was kann ich denn für dich tun? Ich verstehe nicht, was mit diesen Hadith los ist, dass jetzt der Prophet sich erleichtert hat. Wo ist das Problem? Dass er Die auf Toilette Frage gegangen ist, ist, wo ist das Problem da? Kannst du mir eine Erklärung bringen, warum er das getan hat? Warum Warum er auf Toilette steht geht? warum steht es da drinnen? Das ist die Frage. Warum steht dieser Hadith da drinne? Warum steht das da drinnen, dass er mit seinem Rücken zur Kaaba geschissen hat? Warum? Hey man, this is so Mal lame. Islam Bayern. Boah, das ist strange. Ganz kurz, ja. Ja, alles gut. Alles gut. Ey, du bist immer bei der Arbeit, Digga. Ja, wenn er Isa. zu tun hat, ist ja auch nicht so schlimm. Ist alles okay. Lass ihn ruhig. So, wir machen eins nach dem anderen. Wir holen jetzt nicht tausend Leute hoch. Das bringt nichts. Eins nach dem anderen. Ja, wenn die Isa das, wie gesagt, erklären kann, das ist gar kein Problem. Mich interessiert das jetzt gerade, warum er mit den Rücken zur Kaaba gekackt hat. Das interessiert mich so gerne. So, ja, Isa, was ist denn jetzt mit Isa? Will er noch reden oder was ist denn jetzt? Ich glaube, der ist bei der Arbeit, gell? Der Brian, wie Ja, es mach den aussieht. mal, mach den runter, sonst warten wir hier noch 3 Stunden. Ja, es hat keinen Wert. Ja, gut, dann machen wir eins nach dem anderen. Ich muss jetzt gucken, wer ist als erstes oben. Okay, holen wir mal die hoch. Keine Ahnung, wer das ist.
So, wir haben jetzt aber wie gesagt ein anderes Thema, aber gerne. Hallo Sunshine. Keine Ahnung, wer das ist. Okay, next. Eins nach dem anderen. So. Hallo, guten Tag. Hallo, Servus, Hoffnung, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Nee, was kann ich für dich tun? Du hast eine Frage über die eine Überlieferung, ja, richtig? Bist du Tito? Was wird Tito? Nein, kein Tito. Du Was bist wird nicht Tito? Tito. Nein, ich Oh. bin kein Tito. Wer ist Tito überhaupt? Aha. Unser Albtraum, wir haben Angst vor ihm. So, eine Antwort. Du willst irgendwie wissen über diesen Hadith, was du selber nicht verstehst. Jetzt hör zu, wie du richtig. Ah, Fertig, ja? komm, hör auf, Mann, Kerl, ich kann besser Englisch wie du, Mann. Come on, man, So, stop talking. Seriously, kennst du come on. Arabisch? Kennst du Arabisch? Kennst du, Komm hast nicht du mit Verstand auf Arabisch, das Arabisch? ist übersetzt. Das ist Dann übersetzt, komm nicht flüchte mit nicht. Arabisch. Flüchte nicht. Flüchte Oh nicht. my Ich God, erkläre dir den Hadith. bla, bla, bla. He's running away from the topic, man. Get out, man, you Jahil, Allah, man. danke für die 30%. Ja, what a Jahil, man. Er wird das schon richtig, das tut schon weh. Oh, it hurts, so let me hurt you Good back. morning, brothers and my sisters. How are you today? Hey, Gott sei Dank. Mohammed, du kannst doch selber kein Arabisch. Was redest du so viel, du Berber? Nicht mal die Berber können so gut Arabisch wie wir Araber. Sakir Tumak. Das war Mohammed gewesen, der meinte kein Arabisch. Ja, nimm mal jetzt den nächsten auf, das ist ein Christ. Ich bin auch Christ. Danke, dass du das siehst, Brian. Ich weiß noch, ich kenne mich da. Ja, Assalamu alaikum. Wieso hängt Nächster. der Flexi? Und wer hat einen Schock wegen dir bekommen? Du hast sowas lieben. Du Arsch, du. Sunshine, geh du doch schlafen. Ich bin wacher wie du. Anwar, komm mal hoch, ja. Warum hast du den Rang? Isam ist schon wieder gegangen, schade. Ich bin ein Heuchler, Anwar, du bist der größte Heuchler. Du kommst zu dem. Warte mal Leute, ganz Isam kurz, Bayern ist Brian. wieder Warte mal ganz aus. kurz, Brian. Ich muss mal gerade was zu diesem Anwar sagen. Du bist der größte Heuchler. Chillst hier Oha. bei den Christen, aber geh seine Mutter auf den Kirchturm. Was willst du mir So, erzählen, I'm Anwar? back. Könnt ihr mich sehen, Ja, Leute? wirklich. Könnt ihr Nein? mich sehen? Erzähl mir Ja, nichts von klar. Heuchlerei. Erzähl mir nichts von Heuchlerei, wenn du in jedem zweiten Stream jeden Christen Ah, da ist er beleidigst ja. und jede Mutter von dem nehmen willst. Erzähl nichts von Heuchlerei, du Heuchler. Bruder Joe, was geht's denn? Mr. Anwar meint, ich wäre ein Heuchler. Mr. Anwar ist Ja, derjenige, der in egal, ignoriere Muslimen das Streams einfach, alles geht und gut. sagt, ich würde jede Christenmutter Punkt, Punkt, Punkt auf den Kirchturm. Also kommt mir Ja. nicht mit Heuchlerei. Ja, Ich war egal, dabei. ignoriere das. Genau, ist doch egal, ignoriere das einfach, ist nicht so schlimm. Ja, alles gut. Ignorieren wir das, Bruder Herz. Das ist doch nicht so Ja, schlimm, Mann. ich bin mal wieder raus. Gottes Na, Segen. bleib da, Bruder. Du kannst da bleiben, Bruder Herz. Bleib da. Ja, okay, dann Ich nimm mal mach den wieder auf. nächsten. Ja, alles gut. So. Alright. Here we go. Islam, Gottes Segen. So. Wir hören den nicht. Hallo? Islam. Hallo, hallo, hallo. Isam. Hallo. Ja, Wir jetzt. hören dich ganz schlecht. Hallo? Ja, jetzt aber besser, oder? Ich Ja, glaube, jetzt bitte. hören wir dich besser. Ja, genau. Ja, Hallo, erstmal, hört ihr mich? wir hören Jetzt, dich jetzt besser. ja. Tut mir Erstmal, leid. ja, alles gut. Erstmal Shalom. Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's gut, Alhamdulillah. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend, mir geht's hervorragend. Ja, womit können wir dir denn helfen, mein Lieber? Guck mal, ich habe hier, glaube ich, ein bisschen Latenz. Und deswegen wäre Okay. es gut, wenn du mich nur gleich, wenn ich kurz das erklären möchte, nicht mal, das wird nicht mal eine Minute dauern, dass du mich da nur nicht unterbrichst währenddessen, weil es sein kann, dass das ne, alles überschneidet, wenn wir reden. Deswegen wäre es echt gut. Ja, dann komm doch hoch, wenn deine Verbindung besser ist, weil sonst so können wir ja gar nicht reden. Das ist ja schlecht so. Nee, ich bin unterwegs. Ich werde noch stundenlang, ich bin noch 2, 3 Stunden unterwegs. Deswegen werde ich sowieso auch gleich nicht können. Deswegen nur ganz kurz. Du hast Okay. ja das Problem gehabt mit, dass du meintest, warum hat der Prophet in Richtung der Kaaba sich entlastet im Endeffekt, richtig? Genau, warum hat er das denn getan?
Ja, warum hat er das gemacht? Also, das ist auch eine sehr, sehr gute Sache sogar. Und das Problem ist, du hast es nur falsch, du verstehst es vollkommen falsch. Weil alles klar, dann erklärst du mal bitte. Ja, das gibt, deswegen meine ich mit dem Unterbrechen. Es gibt tatsächlich mehrere Hadithe, also weitere Überlieferungen, wo gesagt wird, dass wenn man sein Geschäft verrichtet, man nicht so sein sollte wie im Gebet und seine Richtung Kaaba sein sollte. Das heißt, es soll nicht mit dem Gebet einher sein. Und das heißt nicht, dass man damit in diese Richtung sein muss, aber Hauptsache weg von der Kaaba. Und wenn das eben so ist, dann ist das nichts Schlimmes. Im Gegenteil ist das einfach deswegen gut, weil es eine Art des Respekts ist, dass man das, dass man nicht das Gebet gleich macht, wie wenn man zum Beispiel auf der Toilette sitzt oder was auch immer. Und ob er es jetzt auf dem Dach gemacht hat oder wo auch immer, spielt keine Rolle. Hauptsache, er macht es nicht, als würde er Richtung Kaaba gucken und eigentlich im Gebet sein. Und das heißt, er gedenkt Gott und denkt darüber nach, was auch immer, ne? Vor allem, wenn er in der Nähe ist. Das bring mir, es bring mir. Es gibt mindestens drei weitere Hadithe. Es gibt mindestens drei Hadithe, die sagen, wir sollen das Gesicht weg von der Kaaba machen, wenn wir dieses Geschäft tun. Fertig. Das sind drei Hadithe. Okay, bring mir bitte diese Überlieferung, ich lese es mir durch. Hast du die Überlieferung da? Es gibt drei Hadithe, warte mal, ich kann die raussuchen. Moment, wenn du hier drin bleibst. Aber ein Hadith, ja? Ich brauche aber bitte einen Hadith, der das hier erklärt. Warum soll er das noch erklären? Das ist doch schon erklärend, das, was ich gerade gesagt habe mit den anderen. Nein, das ist doch klar, warum er nicht in Richtung Kaaba geschaut hat. Nein. Okay, ich erkläre es dir nochmal. Guck mal. Erklär mal. So, when I read it in English, one day I climbed on Hafsa's house and I saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam relieving himself while facing the Ashraham with his back towards the Kaaba. Mit dem Rücken zur Kaaba hat er sich, wie gesagt, ja, hat er gekackt. Ja, so. Meine Frage ist, warum hat er das denn getan? Ja, und ich brauche eine Überlieferungskette, der das hier erklärt. Thank you. Warum der das getan hat, habe ich dir gerade schon erklärt. Er hat das ich brauche eine Überlieferungskette. Philosophien bringen mir nichts. Bring mir eine Überlieferungskette, der das erklärt. Wie will dir eine Überlieferungskette etwas erklären? Das erklärt doch gar nicht. Das bringt mir nichts. Das, was du gerade sagst, ist gut, aber bring mir eine Quelle, der das hier erklärt. Also wenn ich hier jetzt weitere Überlieferungen gebe, die sagen, warum man sein Gesicht nicht Richtung Kaaba machen, reicht das hier? Nein. Ja, das ist doch die Antwort darauf, dass wir 1 gleich 2. Das ist deine Antwort. Ich brauche eine Quelle. Nein, das ist die Antwort vom Propheten selbst. Okay. Du weißt, glaube ich, nicht, worauf ich hinaus möchte. Die genau sagen, man soll genau deswegen auch nicht in Richtung Kaaba gucken, weil es eine andere Sache ist. Es ist kein Gebet. Das heißt, es soll nicht zu dem Gebet ähnlich sein, wenn man solche Sachen verrichtet. Also, was ist schwer zu verstehen? Also, nochmal. One day, I climbed on Hafsa's house. And I saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam relieving himself while facing the Ashraham with his back towards the Kaaba, mit dem Rücken zur Kaaba und kackt. Warum? Richtig, genau, weil er das befohlen hat. Und jetzt erklär mir, warum macht er denn sowas? Warum kackt er in der Richtung Kaaba? Er kackt nicht zwingend in Richtung Kaaba, astaghfirullah al-Azim. Mit dem Rücken zur Kaaba. Ich habe nur eine Gegenfrage. Nein, sag mir nur ja und nein. Ja, das ist eine sinnlose. Nein, wir springen nicht vom Thema weg. Hat Jesus nicht aufgeschissen und gefressen? Wrong. Beantworte mir diese Frage. Ja, aber stört dich das nicht, wenn ich sage, dass er geschissen oder gefressen hat? Lass es mal so stehen, so wie es ist. Renn nicht weg von meiner Frage. Beantworte. Das heißt, wenn wir von Menschen reden, dann reden wir mit Respekt über diese Leute und nicht oder anschauen. Aber beantworte doch meine Frage. Also, ich habe dir deine Frage dreimal beantwortet. Es gibt drei. Nein, hast du nicht. Bring mir eine Quelle. Bring mir eine Quelle. Du nimmst einen Hadith als Quelle und du willst von mir eine andere Quelle aus. Okay, wir machen es einfach. Okay, wir machen es einfach. Komm, erzähl mal. Bring mir ein Tafsir, der das hier erklärt. Warum soll ich das erklären? Du hast das doch schon erklärt. Oh my God, okay, das hat keinen Wert mit ihm. Das ist Zeitverschwendung. He is wasting my time. Go out. He is wasting my time. Sorry, he is wasting my time. He is wasting my time. No one can explain the Hadith why Muhammad turns his back towards the Kaaba and relieving himself. They coming und philosophieren hier rum. Ja, es ist war so wegen ein Gebet und so. Bring me a book that explains this. Oh my God, this is so easy to understand. Oh my gosh. Arme Bruderherz, danke schön, Mann. Ich küsse doch deine Nierensteine, Bruderherz. Die kommen nur mit Philosophien. Kommt mal mit Quellen. Oh my God. This is so hard. Maria, meine Liebe, wie geht's dir? Christus Kind, Gottes Segen. Gottes Segen, gut, danke an euch.
Uns geht's super gut. Uns geht's super gut. Also ich bin echt kein Fan von Philosophie. Nur Philosophie. Bring mir eine Quelle, die das erklärt, und der Kerl philosophiert rum und wiederholt sich dreimal und sagt dreimal dasselbe. Ich sag, okay, weißt du was? Bring mir eine Quelle, die das erklärt, warum er Richtung Kaaba gekackt hat. Ja, mit den Rücken. Philosophiert rum. No! Bring me a book that explains why he turns his back to the Kaaba and take a shit. Ey, schade, Mann. Ich wollte ihn. Also wirklich, sorry, also das hat keinen Wert, mit so solchen Leuten zu reden, Mann. Die können, sorry, no, this is not how it works. Oh, man, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das hat keinen Wert, das hat keinen Wert. Ne? Nur Philosophie. Ich brauche keine Philosophie. Ich will erklärt haben, warum er das gemacht hat. Ja, Quellen. Ich will Quellen. Why does the prophet turns his back and take a shit to the Kaaba? It's the simple to understand. Why is he doing that? Oh, man. Joe, möchtest du vielleicht was sagen? Bruderherz. Das Wort zum Samstag. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Yes, Bruderherz. Ich hoffe, wir regen uns alle nicht auf und ich hoffe, dass wir bald einfach Frieden finden für alle Menschen, die jetzt gerade leiden. Das ist mein Wort, was ich eigentlich zu allem sagen muss. Ja, das stimmt, Bruderherz. Also ich hoffe, dass der Krieg einfach aufhört, ne, dass Palästina einfach seinen Frieden hat und dass Israel auch sich zurückzieht und dass es einfach mal aufhört. Ne? Also das wollen wir alle nicht, das ist ganz klar. Es ist echt eine sehr, sehr schwierige Situation gerade. Aber man kann diesen Krieg nicht mehr stoppen. Das ist einfach Fakt. Man kann diesen Krieg nicht mehr stoppen. Das ist etwas, was auf jeden Fall weitergehen wird. Und ich finde das sehr, sehr schade. Ne? Ich wünsche es mir wirklich vom Herzen, dass die Palästina einfach ihr Frieden haben und dass das Ganze aufhört. Aber so wie es aussieht, das geht immer weiter. Man kann viele stoppen, wenn man eine Einsicht hat, dass man akzeptieren muss, und wenn man aufhört, etwas zu bekämpfen, wo man weiß von vornherein, dass man gegen eine Macht wie diese Macht eigentlich keine Chance hat. Man verliert mehr, und hier verliert man nicht an Waffen oder an Geld, sondern hier verliert man an Menschenleben. Und da ist das große Problem, dass, ob es eine Hamas ist oder ob es die Israelis sind oder whatever, das Problem ist hier wird nicht an den Menschen gedacht, sondern es wird lediglich daran gedacht, Hauptsache ich habe am Ende die Macht. Und die Macht hat am Ende derjenige, der das meiste Geld hat. Und wer hat das meiste Geld? Natürlich der Gegner von Hamas. Also es wird niemals einen Frieden geben und es wird niemals enden, was jetzt gerade abläuft. Der größte Verlierer ist der Mensch bei dem Ganzen. Guck mal, was mir am meisten wehtut? Die Kinder, die in Palästina sind. Das sind Tausende von Kindern, die draufgehen. Ja, das tut mir so weh, wirklich. Also, es sind Kinder, es geht ja um die Kinder, die können nichts dafür. Weißt du, was ich meine? Die Kinder, die tun mir die tun mir richtig leid. Ich wünschte, man könnte was machen, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Die ganzen Kinder. Und auch generell Israel, ich wünsche es mir auch, dass die auch aufhören, aber man. Mann, das ist so schwer. Das ist so schwer zu sagen. Bringt das auch nichts, wenn du darauf die Straße schreist, hier Free Palästina, Free dies, Free jenes. Am besten, was du für diese Menschen tun kannst, ist, wenn du schauen kannst, kannst du irgendwelche Wege finden, um diese Menschen zu erreichen, ob es jetzt mit Kleidung ist, ob es jetzt mit Lebensmitteln ist, oder. Aber anstatt auf die Straßen demonstrieren, weil dieses ganze Demonstrieren bringt uns gar nichts. Es bringt nur noch mehr Ärger, es bringt nur noch mehr Probleme und es gibt nur noch eine höhere Hetze gegen den Ausländer, in Anführungsstrichen, weil hier wird ja nicht nur der Muslim oder whatever angesprochen. Hier wird der ganze Ausländer angesprochen. Und da sind wir Schwarzköpfe alle dabei. Ob ich jetzt braun bin, schwarz bin, gelb bin oder whatever, wir werden alle auf eine Linie geschoben. Und das ist das größte Problem. Ja, da hast du vollkommen recht. Hoffnung, warum habe ich den überhaupt hochgeholt, Mann? Warum hast du Angst vor mir? Geh raus, weil du ein Jahil bist.
Guck mal, das ist so jemand, der jumpt von dem Thema, den ich angesprochen habe, jumpt er dann zur Bibel, weil er keine Antwort hat. Ist einfach ein Jahil. Fertig, Punkt aus. Gleich kicken. Jahil. Jahil. Kefir. Noch besser. Der jetzt gerade schreibt, Israel ist terroristisch. Also ich weiß nicht, wie du Terrorismus deklarierst oder wie du dir das ansiehst. Terrorismus fängt ja schon in dem an, wenn du jemanden penetrant angreifst. Aber hier gehen beide Seiten, die sich gegenseitig angreifen. Hier genau. Ist hier, ob es die Hamas ist oder ob es der Israeli ist oder ob es die Hezbollah ist, die greifen sich doch alle gegenseitig an. Und hier geht es lediglich darum, dass der eine den anderen schaden will. Also aber am Ende sieht keiner von diesen beiden, wer ist eigentlich hier der Sieger. Ne? Und Opfern, und das nennt man Kollaboratalschaden, wie nennt man das nochmal? Entschuldigung, mein Deutsch hat sich gerade ein bisschen eine emotionale Phase setzt gerade. Hier geht es um den Menschen. Und niemand von denen, die hier auf die Straßen gehen, sagen, es geht hier um den Menschen. Sondern die schreien mit ihren Flaggen darum, Free Palästina. Wisst ihr 1915, was mit unserem Volk passiert ist? Wisst ihr auch nicht. Aber wir können es nicht mehr ändern, was passiert ist. Was wir machen können, ist den Menschen Bruder Joe, nahe zu kommen. Bruder Joe, du kannst gleich weiterreden. Und zwar haben wir die Baby Shireen. Hello, Baby Shireen. How you doing? How you doing, my sister? Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Was bist du für eine Landsfrau? Ich bin eine Kurdin aus Türkei. Oh, okay. Ich wollte nur auf. Guck mal, ich will gar keinen Streit mit dir. Ich will auch gar keine Diskussion. Ne? Ich schätze dich als Menschen. Ich schätze jeden Menschen. Aber ich muss mal kurz auf einen Punkt hinaus. Du meinst, du willst ja Frieden haben, richtig? Du willst ja, dass zum Beispiel Palästina, Syrien und wie auch immer. Israel, dass die sich nicht bombardieren, dass es keinen Krieg gibt, dass nicht unschuldige Menschen sterben. Aber warum hetzt du dann? Okay, guck mal, ich erklär's dir. An alle, die hier drinnen sind, bitte stummt euch. Brian, stumm dich. Bitte nicht dazwischen grätschen, Brian. Bruderherz, bitte. Eine Hetze, was verstehst du denn unter Hetzen? Wenn ich etwas aus einem Buch zitiere, okay? Und sagen wir mal, die Dunkelheit ans Tageslicht bringen. Und ich, wie gesagt, zitiere aus dem Buch. Was hat das mit Hetzen zu tun? Darf ich erstmal fragen, wie du heißt, damit ich dich ansprechen kann? Oder beziehungsweise Flex. Call me Flex. Flex. Okay, guck mal, schau mal. Dieser Krieg, das hat gar nichts mit Nation und auch gar nichts mit Religion zu tun. Und dieses Religionsthema geht mir so sehr auf den Nerven, genau wie Nation. Ich bin Muslima, Alhamdulillah. Meine Religion ist, bitte hör mir zu, bitte. Nein, Shireen, bitte geh auf meine Antwort ein, bitte. Ich habe dich gerade eben gefragt, wenn ich etwas aus einem Buch zitiere, was hat das mit Hetzen zu tun? Bitte erklär mir. Es kurdem, Billy. Also ich bin Kurdin, ich bin konvertierte Muslime, meine Verwandtschaft sind Jesiden, ich habe auch einen Cousin, der Christ ist, das bedeutet, ich akzeptiere alle Menschen, was in den Büchern steht, spielt für mich keine Rolle, weil ich auf den Menschen achte und es werden gerade unschuldige Menschen getötet. Du weißt selber, was gestern in Palästina abgegangen ist und wir sind sowieso sehr emotional. Und wenn du Antworten. Mein Wissen ist nicht so stark. Da müsste ein wirklich ein Bruder. Shireen, ich frage dich nochmal. Guck mal, bitte. Lass mal diese ganzen Krieg mal kurz zur Seite. Ich sag dir nur etwas aus einer respektvollen Seite von mir, okay? Du bist sehr respektvoll, das finde ich schon mal sehr gut. Du bist nicht hochmütig, finde ich auch sehr gut, okay? Somit greift dich auch keiner an. Ich greife dich jetzt auch nicht an, weil ich merke, du bist sehr respektvoll. Das ist gut, finde ich gut, okay? Und schon, dass du Jesidin bist, ich küsse dein Herz. Ich bin Muslima, ich bin zu Islam konvertiert. Ich war Alles gut. Ich küsse dein Herz, alles gut, ich küsse dein Herz. Guck mal, Schwesterherz, wenn ich jetzt etwas aus dem Buch zitiere, ist es dann Hetzen? Ist es eine Hetze, wenn ich etwas zitiere aus einem Buch? Nein, es ist nicht. Aber also, danke schön. Das war's. Das ist super easy. Aber ich kann dir das, den Vers genau nicht erklären, sage ich dir ehrlich. Dafür ist mein Wissen nicht so stark. Aber Musst du auch gar nicht. Alles gut. Du bist ja nur hochgekommen. Du willst ja nur den Frieden. Es ist auch alles gut. Ja, wir wollen alle den Frieden. Alles gut. Nur ich was ich mache, ist eine Bruderherz, bitte warte kurz. Ich muss auf einen Kommentar eingehen. Ich lüge niemals, weil ich Angst habe vor Gott.
Meine Verwandte sind Sheikh Bekr. Und mein Glaube ist mir und Gott, das spielt hier keine Rolle. Ich würde niemals lügen. Was bringt mir eine Lüge, wenn ich sowieso vor Gott stehen würde und Rechenschaft ablegen muss? Verstehst du, was ich meine? Aber Baby Shireen, ich habe eine ernste Frage. Wie Ja, gesagt, bitte. ich möchte nicht, dass du. Oh, ups, ich glaube, der Bruder Punisher will hoch, der. Ja, schon ganze Zeit. Ja, alles gut. Ja, aber dann müsst ihr mir das sagen, Leute. Ich kann nicht Ich alles hab's doch lesen. kein Gesagt, Problem, dass mein ihr Flex. ja, ihr müsst es mir schon sagen, weil sonst ich sehe das nicht mehr. Wir haben hier über 350 Leute. Ich sehe das dann nicht mehr. Gottes Segen, Deswegen muss Panischer. immer eins nach dem anderen. Ja, Baby Shireen, das ist eine Frage, die ich dir stellen muss, und zwar, Gottes Segen. Schwesterherz. Gottes Segen. Du bist ja, eine konvertierte Muslima, richtig? Genau. Okay. Aber wenn du eher das Wissen nicht hast in deiner Religion oder deine Religion ja gar nicht kennst, warum tust Ich du? hab den Wissen, aber zu diesem Vers, was du vorgelesen hast, kann ich den nicht beantworten. Darf 100% ich noch beantworten. kurz meinen Satz zu Ende bringen, Ja, Shireen? Ja. natürlich. Guck mal, Shireen, ich sag dir ganz ehrlich, von ganzem Herzen, wenn du eine Religion Eine annimmst, Religion. dann musst du deine Religion auch kennen und um was es da wirklich geht. Ja, Ich kenne du, meine Religion. nein, Aber wenn ich dir jetzt gewisse Sachen raushole, was? das möchte ich aber nicht, das werde ich auch nicht machen. Ganz kurz, Hm? Pancha. Ich kann dir so viele Sachen zeigen, Shireen, wo du selber drüber nachdenkst und sagst, hey, das kann nicht normal sein. Es ist aber nicht meine Aufgabe. Ich würde dir nur empfehlen, Schwesterherz, lass dir nichts einreden, geh selber in die Quellen rein. Ich bitte dich, ja, ich flex, bitte dich drum, ohne dich anzugreifen, ja, geh tief in deinen Schriften rein und bitte lese und verstehe, was in deinen Schriften drinne steht. Und ich garantiere dir, du wirst wieder zurückkommen in meinem Channel und sagen, hey Flex, du hast recht. Ich antworte dir kurz darauf, Lass mal Lex. Guck das mal, Panzer ne? Über das Religionsthema will ich ehrlich nicht über dich reden, also mit dir reden, weil mir geht reden. es gerade um Frieden. Aber ich habe mich schon informiert. Aber diesen einen Vers, was du vorgelesen hast, kann ich dir nicht beantworten. Genau deswegen, weil ich keinen Fehler machen will, musst du wirklich jemanden fragen, der viel mehr Wissen hat. Ich bin stolze Muslime. Ich werde auch als Muslime sterben. Seitdem ich 14 bin, habe ich nach der Wahrheit gesucht. Ich war auch mit den Zeugen Jehovas. Shireen. Ich habe auch die Bibel gelesen. Verstehst Moment, du? Moment, Ich ganz weiß kurz, nicht, was. Leute. Ja, ich weiß, dass Shireen, Zeugen das sind Jehovas keine Sekten Christen. sind. Aber Alles über gut, alles gut. Lass Religion. nur Zeugen Jehova sein. Könnt Ganz ihr mich kurz, mal bitte bitte. kurz ausreden? Bitte, das Ja, hat mit guck mal, Respekt zur nein, du Religion. redest. Leute, Lass mich mal kurz ausreden. Ich Bruder, bin das Ding ist, sie ist Muslima, Kurdin. Verstehst du, sie Alhamdulillah, ist aber ich Kurdin. will mit euch Das, nicht ja. darüber reden. Guck mal, Guck der mal, lässt mich Shireen, nicht du aussehen, bist. Bruderherz, Nein, das ja? Problem ist, du bist Lass jetzt mal Kurdin das und du Panisch erzählen. schreist hier rum, Ja. Alhamdulillah, ich bin Muslima. Sag mal, Ist kennst du so. die Geschichte der Kurden nicht? Weißt du nicht, Genau. was der Islam mit den Kurden gemacht hat? Ich würde mich dafür fremdschämen. Guck Das mal, er gibt's doch versteht nicht, das nicht. Ich Shireen. will nicht mit dir über Nein. Religion sprechen. Nein, es geht gerade Möchte nicht ich mehr um nicht. Und wer Religion. bist du Es geht eigentlich? gerade Ich rede gerade darum, mit Flex. guck mal, Ich rede es gerade geht, mit Flex, nicht nein, mit es dir. geht darum, Kannst es du, geht was ganz ich stumm, klar Alex? darum, ja, Okay. dass der Islam die Kurden Warte, genauso Baby. verfolgt hat wie die Christen. Ja? Genau. Kennst du die Geschichte deines Volkes nicht? Diese Leute haben deine Vorfahren, ja, bluten lassen und sonst irgendwas. Ihr wurdet gezwungen, den Islam anzunehmen und heute stellst du dich hier frei. Kurdin, guck Jetzt. mal, als Und jetzt? Kurdin, ja? Oder als Kurde Und sogar kannst du meine alles Eltern sein sind auf dieser konvertiert. Welt, Und aber jetzt? niemals eine Muslima. Und jetzt, meine Eltern sind auch konvertiert. Und jetzt? Meine Ja, zwei dann Schwestern auch. Und schämt euch jetzt? alle Und komplett meine fremd, Geschichte ist ehrlich. sogar in Dann YouTube. nennt euch bitte Und nicht jetzt? Kurdin. Ja, nennt Ich euch bin nicht Kurde. Kurden. Ich bin Definitiv Kurde. nicht. Ein wahrhaftiger Kurdin oder ein wahrhaftiger Kurde würde das niemals machen. Ist so. Mehr sage ich nicht Ja, dazu. soll ich dir was sagen, Okay. was damals war, ne, dass Kurden getötet worden sind, ne? Das ist ja Fakt, ne? Aber das hat Ein nichts mit Hadith Islam zu sagt, tun. Kurden sind wie der Scheitan. Es gibt ein Hadith, wo ganz klar sagt, dass Kurden Scheitane sind. Guck Ja. mal, der Islam sagt über Ich euch, gehe ihr seid runter, das hat hier Scheitane. alles keinen Sinn. Hey, Flex, ne? Ich wollte nur Okay, über Ich wollte nur Punisher, über Frieden sprechen. Ich gehe hier raus, ich höre auf einen Bruder. stimmt. Assalamu alaikum. Warte kurz, Shireen. Okay, es hat ja So keinen Wert. peinlich, Alter. Nein, das Ding ist, ich will das kurz erklären. Brian, stumm dich nur kurz. Es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber Shireen, falls du noch hier bist und zuhörst, der Punisher wollte eigentlich dir nur die Augen öffnen. Was der Punisher gesagt hat, ist die Wahrheit, ja.
Jesiden wurden, wie gesagt, ich will es nicht erwähnen, aber geh in deine Geschichte wirklich rein und lese es dir selber durch. Okay, schau einfach, informiere dich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Da beim ganzen Drum und Dran, Shireen, ich weiß, dass du den Frieden willst und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ich küsse dein Herz, Schwester, wirklich. Ich küsse dein Herz. Und ja, wie gesagt, das ist ja nicht böse gemeint, ja. Wir wollen ja nur das Schöne und den Frieden. Genau. Das war es eigentlich so von meiner Sicht aus, aber. Shireen, guck mal, schau dir doch die Kommentare an. Da sind sehr viele Kurden dabei, ja. Nicht nur, guck mal, die Leute schreiben, verwechseln nicht Jeside. Einer hat geschrieben, verwechseln nicht Jeside mit Kurde. Bruder, ich verwechsel keine Jesiden mit Kurden. Sowohl die Jesiden als auch die Kurden. Die Kurden werden ganz klein einem Hadith genannt als Shayatin. Ist das eine Religion für jemanden? Ich würde niemals eine Religion beitreten, wenn Allah zu mir sagt, ich bin ein Shaitan. Was ist los mit euch anhand meiner Nationalität? Ihr dürft nicht mit diesen Leuten heiraten. Gebt eure Frauen nicht für die. Was ist das für eine Religion? Was ist das für eine Religion, Leute? Naja, egal. Wir holen jetzt mal jemand anders hoch. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Thema wir jetzt haben, aber ich merke, wir sind komplett durcheinander gerade. Aber ich will also jetzt auch Hadith, also dieser Hadith rausgeholt. Ja, aber ich will jetzt über einen ganz anderen Hadith sprechen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt gucken wir mal. Wir holen jetzt mal jemand hoch. Okay, keine Ahnung. Aber Leute, stummt euch mal bitte kurz. Brian, stumm dich mal bitte. Azurella, hello. Ja, hi. Wie geht's dir? Dankeschön, ganz gut. Und dir? Mir geht's hervorragend. Ja, bisschen live, bisschen reden. Ja, was kann ich denn für dich tun, Schwesterherz? Also, ja, die Shireen war ja gerade oben und ich wollte meine Schwester nicht alleine oben lassen, aber jetzt ist sie ja schon wieder weg. Ich wollte halt ihre Meinung auch vertreten. Da sind so einige in deinem Live hier oben, die meines Erachtens Schwachsinn erzählen, von irgendwelchen Hadithen, die ich noch nie zuvor gelesen habe. Ne, ich glaube, ich bin noch älter als ihr alle. Schwesterherz, nimm's mir nicht übel, aber du musst deine Quellen kennen. Ja? Ohne Hadithe, ohne Hadithe, kein Koran. Ohne Hadithe, kein Koran. Das ist schon mal Fakt. Und ohne Hadithe weißt du nicht mal, wie oft du beten musst am Tag. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das weißt. Tafsire erklären es, ne? Wie gesagt. Ja, das ist richtig. Da hast du und Sahih ist immer authentisch. Deswegen, wenn du jetzt hier hochkommst und sagst, ah, das sind aber gefälscht. Nein, Sahih, geh zu einem Großgelehrten, frag einen Imam. Sahih ist authentisch. Da kann keiner was dagegen sprechen. Ne? Brian, stumm dich mal bitte kurz. Ja, ja, Azurella, möchtest du was dazu sagen? Also wie gesagt, also gegen Sahih kannst du nicht sprechen. Dein Kollege behauptete gerade Kurden. Kurden, also der sollte schon Religion und Nationalität unterscheiden. Bewusst ja, der Kurden. Unterscheidet das nicht. Wie bitte? Er hat das schon richtig gesagt. Kurden, Aramäer, Russen und. Ja, okay, Leute, lässt ihr mich reden oder lässt ihr mich nicht reden, Leute? Du kannst ja reden. Okay, weil es ganz wichtig. Du kannst gleich reden, Bruder Panischer. Und zwar Azurella. Ich habe dir nichts zu sagen, was du zu tun hast, aber ich würde dir einfach mal empfehlen, geh bitte tiefgründig in deinen Schriften, geh mal in deinen Koran rein. Lest dir auch die Überlieferungsketten auch und geh tief in die Hadithe rein, ja, vor allem Sahih. Und ja, somit wirst du gewisse Dinge auch lesen und dir selber denken, so, warum stehen diese Dinge überhaupt drin? Okay, darf ich fragen, mehr wie kann alt ich, du bist? Kann, vielleicht 28. Mehr nicht. Nicht? Älter oder was? 30. 30, okay, ja, war ich ja fast dabei. Also guck mal, ich bin älter. Ja, ich bin 41. Okay, aber mit dem Alter hat es sowieso nichts zu tun. Natürlich also, hat es was damit zu tun. Das hat damit zu tun, weil du ja sagst, du sollst. 43.
Du solltest tiefgründiger sein und so hast du ja gerade erwähnt, ne? Und Moment, ich denk mal, nimm mal bitte den Bruder Brian hoch und da möchte ein Ado, ja, der ist auch Muslim, den kannst du hochlassen, der ist sehr respektvoll, der Bruder, der hat nicht viel Zeit, ja. Und dann, und dann im Anschluss sage ich auch noch kurz was dazu zu der Schwester. Also Azurella, ja, du willst, ja gleich Leute, also Azurella, du willst mir jetzt sagen, die Sachen, die ich zitiere, die sind falsch, richtig? Nein, ich will dir damit sagen, weil du ja gesagt hast, ich soll mich noch mehr tiefgründiger damit befassen. Das denke ich, dass ich mit 41 schon gemacht habe. Also nein, ne? Ich akzeptiere eure Meinungen, ja, aber ich vertrete die nicht. Das ist also, ne? Also wenn jemand einen Tötungsbefehl gibt, ja, der beste Mensch, der je gelebt hat und einen Tötungsbefehl gibt, ja, jemanden eine Nackentherapie zu geben, nur weil er die Religion verlassen hat, ist das okay? Ja? Eine Nackentherapie? Ja, Nackentherapie. Zack, ist das okay? Das ist die Scharia, ja. Das ist so. Das ist halt so. Ach so, und du findest das gut? Und das findest du in Ordnung? Das findest du gut? Ja, das finde ich gut. Okay, Oh mein Gott! Ja. Das war nicht ernst gemeint gerade! Seht ihr mal, ungewaschen diese Frau gerade war! Das war nicht ihr Ernst! Das war nicht ihr Ernst gerade! Guck mal, und genau das war nicht und ihr genau Ernst das gerade! Sind diese, weißt du, genau das sind diese Muslime, ja? Warum sich dann andere Leute aufregen? Ja, jeder, der das befürwortet, ist doch nicht mehr menschlich. Das hat doch nichts mehr mit der Religion, mit Gott oder mit sonst was zu tun. Das ist doch euer eigener Wille, den ihr da habt. Ja? Leute. Lass mal bitte den Ado und den Brian hoch, Bruder. Der Ado hat nicht viel Zeit, der ist Muslim. Bruder, sorry. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Nein, das ist zu viel für mich. Ich brauche eine Pause. Sorry, nein. Allah, ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Leute, habt ihr diese Aussage gehört? Krass, ja, es ist okay. Krass. Leute, ich gehe raus. Ich mache eine Pause. Ich brauche echt eine Pause. Ich kann das nicht verarbeiten. Sorry. Don't leave us. Lass mal kurz jemand hoch, Mann. Ja, aber wirklich nur für ein paar Minuten. Wirklich, weil ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ja, lass den kurz hoch, Bruder. Der lässt dich wieder atmen. Das ist ein guter Moslem. Der ist ja liebevoll. Ja, das ist... Nein, Mann. Hallo, das grüß euch. Habibi, atmen. Grüß euch alle. Okay, gut. Also ich mach noch 5 Minuten und dann ist genug. Ich kann nicht mehr. Das war zu viel gerade für mich. Also Bruder, hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Ja, habe ich gehört. Ich habe ja nicht viel Zeit. Ich muss wieder arbeiten. Ich arbeite 24 Stunden am Tag. Mhm. Der Kollege unten, Joe, hat es auf den Punkt gebracht. Mit dem ganzen Krieg und der ganzen Scheiße, egal was für ein Glaube, die Kinder sterben. Wenn ihr respektvoll zu mir seid, bin ich respektvoll zu euch. Wenn ihr mich jetzt beleidigt, zum Beispiel ihr seid 4 Christen hier, beleidige ich euch zurück. Aber das soll nicht sein. Panischer kennt mich, ich habe früher mit Wieder und mit denen debattiert. Was war der Grund? Immer der Glaube. Ich bin rausgegangen mit 1000 Sünden. Und die 1000 Sünden werde ich mal vor Gott rechtfertigen müssen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Es sterben Kinder, Mann. Kinder sterben, egal ob Christ, 100%. Jude oder Moslem. Was hat dieses Kind jemandem getan? Leute, es werden Kirchen zerstört. Mhm. Was hat die Kirche irgendjemandem getan? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich habe den Krieg erlebt. NATO hat gebombt. Ich war 7 Jahre alt. NATO hat gebombt. Ich habe gewartet auf ein Lunchpaket. Und dieses christliche Land Österreich hat mich mit offenen Armen aufgefangen. Ich bin dankbar dafür. Dankeschön. Ich liebe dieses Land. Dankeschön. Wallahi bei Gott, ich liebe dieses Land. Ich lerne meine Kinder, dieses Land zu lieben und zu respektieren. Danke, Bruder. Bei Allah, es ist die Wahrheit. Ich habe hier jetzt so viel aufgebaut, dank diesem Bruder, Land. Leute. Ado, Bruder, vielen Dank für deine schönen Worte. Ja. Wirklich, ich küsse doch deine Familie und alles andere und Gott soll dich segnen, so viel wie möglich, Mann. Wirklich, für deine schönen Worte. Aber ich brauch nur jetzt eine kleine Pause, weil, wie gesagt, das ist mir gerade ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Alles gut. Wie gesagt, an alle Muslime hier, ihr sollt das Land lieben, wo ihr lebt.
Und ihr habt ja keine Probleme hier. Solange jemand normal zu euch ist, werdet auch normal zu denen. Wenn euch jemand angreift, dann greift zurück. Aber keiner greift euch an. Zahn um Zahn. Ich hab auch Probleme gehabt, wie ich jung war. Bin drinnen gesessen und solche Sachen. Aber alles aus meiner Seite, die Leute sterben und wir machen hier auf TikTok, ja, Hadis dies, Hadis das. Flex, noch was aber zu dir. Fandest du das normal, was sie Hadis gesagt hat? Fandest du das normal, was sie gesagt hat? Was hat sie gesagt? Sie will die Scharia oder was? Nein, sie hat gemeint, Flex hat gesagt, sie hat gesagt, Kopf ab, Bruder. Sie hat gesagt, Kopf ab. Sie findet das gut, wenn man den Kopf abgeschnitten bekommt, TikTok-Sport. Natürlich finde ich das nicht gut. Wieso soll jemandem der Kopf runter? Leute, Leute, es sind Menschen, hallo. Und sie hat gesagt, das ist halt die Scharia. Sie hat gesagt, das ist halt die Scharia, hat sie gesagt. Sie sagt, Gott hat euch das Leben gegeben, Gott kann euch das Leben nehmen. Sie sagt, das ist das Gesetz, Bruder, das sind diese radikalen, verrückten, ja, diese richtig radikalen, verrückten, Bruder, und diese Frau, ihr habt das gerade alle gehört, die gehört genauso dazu, die solche würde Leute beim IS arbeiten. Eigentlich weggesperrt. Genau. Panischer, du kennst mich. Ich werde auch zum Radikalen, wenn mich jemand beleidigt. War ich jemals radikal, wenn du normal zu mir bist? Nein. Also, wo ist das Problem? Nein. Und jeder sollte so denken. Bruder. Keiner hat sie beleidigt. Guck mal, es geht ja nicht. Nein, das sage ich auch nicht. Manche Sachen gehören sie nicht und ich sage immer wieder. Sie wurde ja nicht beleidigt. Nein, ich rede jetzt über mich. Ich rede über mich. Ja? Ja. Panischer, ich rede über mich, Bruder. Bruder, das Problem. Und der Panischer, du hängst. Leute, ich sage euch, wir werden uns alle rechtfertigen müssen von einzig wahren Gott. Ob Jude, Christ oder Moslem oder Buddhist. Und das Leben ist zu kurz, um hier Sünden zu machen und jemanden auszulachen und jemanden anzugreifen. Hast du recht. Okay. Leute, alle bei der Polizei melden. Macht einen Screenshot, geht zur Polizei damit, was sie gesagt hat. Veröffentlicht das Video. Sowas geht gar nicht. Solche Leute verstehen also, auch nicht. Das, was sie selber gesagt hat, ist schon krank, was sie als Frau sagt, weißt du, dass man als Frau so eine Moral hat, ja, und sowas ausspricht, das ist schon krankhaft, Bruder, ja, das geht mal gar nicht, Schau mal, Panischer, Gott hat dir das Leben gegeben und der nimmt dir das und fertig. Amen. Ich kann nicht über dich urteilen. Ich komme mit manchen Streams und die sagen, Panischer sammelt Geld, die ist das und er hat das nicht einbezahlt, du weißt schon, was ich meine. Wieso urteilst du über ihn? Wieso urteilst du? Ich weiß nicht, was deine Niet ist. Verstehst du, was ich meine? Was in deinem Herzen ist? Ich kann spenden oder nicht. Panischer, ich kann spenden oder nicht. Was du machst, für das wirst du dich rechtfertigen müssen. Amen. Fakt ist, dass diese Frau und ihre ganze Familie einer Gehirnwäsche unterteilt sind. Genau. Das ist Fakt. Das habt ihr auch gemerkt an ihrer Aussprache. Sie musste unbedingt hochkommen, ihre kleine Schwester zu verteidigen. Da siehst du mal, dass sie gemerkt hat, ihre kleine Schwester hat keine Kraft. Ne? Da hat sie gemeint, als große Schwester, weil sie ja 41 Jahre alt ist, get the fuck out of here. 41 Jahre alt ist, meinte sie, dass sie ja allwissend sind und wir, also ich bin ja nicht jünger wie sie, weil ich bin eigentlich älter wie sie, wie keine Ahnung haben, aber wir uns ja tagtäglich damit beschäftigen, dass wir solche Äußerungen gar nicht erst zu uns lassen. Oder also überhaupt tolerieren. Ich muss noch was dazu sagen. Ganz kurz. Ich sage euch, keiner wird hier ein Problem haben in diesem christlichen Land. Ich bin aus Österreich. Ich bin jetzt in Wien im 10. Bezirk. Jeder, der mich kennenlernen will, kann kommen. Ich stehe gerade vor Happy Fit hier. Jeder, der will, der kann mich kennenlernen. Ich bin ein normaler Mensch, solange jemand normal zu mir ist. Und wie gesagt, ich habe den Krieg miterlebt. Der Krieg ist scheiße. Die Kinder haben geweint, die Frauen haben geschrien, wurden vergewaltigt. Hungersnot, alles Elende. Die NATO hat gebombt. Was ist? Mit 7 Jahren bin ich hergekommen. Dieses Land hat mich mit offenen Armen aufgefangen. Ja. Genau. Mittlerweile habe ich die Staatsbürgerschaft. Mittlerweile habe ich hier eine Wohnung gekauft. Alles von dem Geld, also von dem christlichen Geld, kann man sagen. Mhm. Und was soll ich undankbar sein?
weil ein Idiot hier auf der Straße läuft und sagt, scheiß Muslime. Ich kann nicht alle in einen Topf reinschmeißen. Und ihr solltet es auch nicht machen. Nö, Idioten gibt es überall. Idioten gibt es überall. Ja. Richtig. 100%. So, alles Gute euch. Ich muss wieder danke, weitermachen. Danke, Ado. Wirklich für alles deine schönen Worte. Es ist die Wahrheit. Es ist wirklich die Wahrheit. Bei Allah, ja. Es ist die Wahrheit, was ich euch sage. Alles Gute euch. Panische gesehen. Mach's gut. Brian. Ja. Das war sehr, sehr respektvoll, finde ich. Der ist sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sein. Er ist mega, mega respektvoll. Ja, genau. Ich glaube, wir haben noch einige Anfragen hier. Muss ich jetzt eins nach dem anderen durchgehen hier? Du wolltest reden, oder? Ja, wenn du keinen Platz hast. Nee, also ich bleib jetzt noch ein bisschen, ich bleib vielleicht noch 22 Minuten oder so. Also ich bin nur geschockt von der Frau, die jetzt gerade hier ich oben auch. War vorhin. Also wow, also das, was sie gesagt hat, es sei okay, dass man eine Nacken... Also das hätte ich von einer Frau nicht erwartet. Gehört ins Gefängnis gesperrt, Alter, sowas Krankes, Alter. Also das ist krank. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, dass eine Frau sowas sagt. Das ist der Wahnsinn. Wow. Habt ihr darauf das, geachtet? Das noch Flex hat gesagt... Flex hat gesagt, er bleibt genau 22 Minuten. Warum hat er nicht gesagt 20 Minuten, 25, halbe Stunde oder 15 Minuten? Er hat kurz auf seinen Parkschein geguckt, der geht noch genau 22 Minuten. Ja. Ja. Ja, also komm, wir nehmen jetzt mal die Leute langsam hoch. Ja, jetzt schauen wir mal einfach. Der nicht, weil der ist einfach nur ein Schwätzer. Der kommt nur hoch, um zu schwätzen. So, Tito kommt auch nicht hoch, weil der ist ein Schwätzer. Guter Yeti, den nehmen wir hoch. So. Guter Yeti, Gottes Segen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich würde gerne was dazu sagen. Ja, erstmal Shalom und wie geht's dir? Ja, was möchtest du denn sagen? Was möchtest du uns denn erzählen? Ganz gut, wie geht's euch? Uns geht's hervorragend, ja. Wir haben ein bisschen Islam-Content, ja, und ab und zu mal auch andere Themen, aber wie gesagt, ja, was möchtest du denn sagen? Ja, also ich bin jetzt gerade so plötzlich mittendrin reingeraten, wo diese eine, wie hieß die nochmal, dieses junge Mädchen, die behauptet hat, vom Jesidentum zum Islam konvertiert zu sein. Ist ja auch egal, wie die heißt. Mhm. Man hat gemerkt, die hat jetzt nicht so großartig Wissen gehabt. Ich will nur eine Sache zu vielen angeblichen Hadithe und so weiter sagen. Zunächst einmal, der Koran ist nicht einfach so ein Buch, den man jetzt so vom Regal runterholen kann und aufschlagen kann und einfach so lesen kann in der Regel. Der Koran ist ein Buch, den man sowohl im textuellen, aber auch im historischen Kontext überhaupt mal verstehen muss. Das bedeutet, es gibt viele Menschen, die nehmen einen Vers raus, ja, zum Beispiel einer der bekanntesten, so was behauptet wird, ist dieser eine Vers, tötet alle Ungläubigen. Ja, jeder kennt, haben wir schon alle mal gehört. Aber was davor stand und was danach stand, komischerweise das, erwähnen die Leute nie. Das bedeutet, jeder Was stand denn danach und was nicht danach stand? Kannst du mir das erläutern? Ganz kurz. Ja, kannst du mir das erläutern? Ich bin so ein Mensch, ich erläutere gerne, wenn ich etwas zu 100% weiß. Ich konzentriere mich auf... Warum erwähnst du es dann, wenn du es zu 100% nicht weißt? Guck mal, hör mir mal zu. Ich konzentriere mich nur auf die Dinge, die viel wichtiger sind als viele vereinzelte andere Dinge. Ja, das bedeutet, der Koran hat über 6000 Verse. Und man kann nicht von jedem Otto-Normalverbraucher Muslim erwarten, dass da jetzt alle über tausende Verse kommen. Aber zu dieser eine Sache, was ich jetzt gerade erwähnt habe, das hat sich so nach meinem, was ich gehört habe, war das so, dass es sich um einen Kriegszustand gehandelt hat. Das war so ähnlich, wie einer sagen würde, als die, guck mal, das Problem ist, warum gibt es überhaupt solche Verse im Koran? Stellt euch mal diese Frage. Darf ich dich kurz unterbrechen für eine Minute? Eine Minute. Ganz cool, darf ich noch kurz aussprechen. Was viele nicht gerne erwähnen ist, die frühen Muslime, die ersten Muslime, als der Prophet ja den Islam neu verkündet hat unter den Menschen in Mekka und Medina, da gab es ja über 99 Götzen an also Religionen, ja. Die ersten frühen Muslime wurden diskriminiert, verfolgt, ermordet
und auf übelste Weise zugerichtet. Wie lange hat der Prophet versucht, mit Worten das zu klären, bis er schließlich sogar nach Medina ausgewandert ist? Ich dachte, der Islam gab es schon immer. Und erst dann hat der Prophet den Muslimen gesagt, dass die sich verteidigen dürfen. Aber das erwähnen diese ganzen sogenannten Islamkritiker nicht, ja? Okay, kannst du mir eine Quelle bringen, wo das steht, was du gerade da sagst? Weil ich rede nur mit Quellen. Kann ich dir sehr gerne machen. Das ist ja dein Account. Ich kann dir alles nacheinander schicken. Ich meine jetzt, weil du erzählst den Leuten ja was. Guck mal, das, was ich dir jetzt sage, das kann ich dir zu 100% erlegen. Okay, aber erwarte jetzt nicht von mir, dass ich jetzt alles, hier und da und da. Und dann, wenn ich das nicht dann heißt es, ja, das stimmt nicht. Aber ganz kurz mal noch eine andere Sache. Wie viele Muslime leben in Deutschland? Wie viele? Gerd, hast du genug geredet? Jetzt mach mal einen Punkt und Diet. Mach mal kurz einen Punkt. Viele von euch wollen das nicht. Nein, mach mal jetzt einen Punkt. Du bist ein richtiger Philosoph. Erste Frage, kannst du Arabisch? Warte mal, ganz kurz. Kannst du Arabisch? Ihr seid die ganze Zeit hier. 6 Millionen Muslime leben in Deutschland. Wie viele Anschläge gab es bis jetzt? Sag mal bitte. Wie viele Anschläge gab es bis jetzt? Das ist doch gerade nicht das Thema. Kannst du Arabisch? Doch, weil viele kannst von euch wollen uns gerne so als... Guck mal, Nazis haben seit 1990... Kannst du Arabisch, Alter? Lass mal die Nazis frei sein. Stopp, 30.000 Ausländer wurden durch Nazis getötet seit 1990. Wie viele haben Muslime getötet? Wie viele Muslime haben Deutschland? Er redet doch Philosophie. Ja. Wie viele Millionen Afrikaner hat das Christentum versklavt? Kannst du Arabisch? Nein, es hat keinen Wert, weil ich möchte keine Philosophie hören. Das ist mir viel zu viel Philosophie. Er hat ganz klar gesagt, den Koran kann man nicht einfach vom Regal nehmen, öffnen und sich einen Vers rauspicken. Ja? Den Koran muss man verstehen. Ich frage ihn tausendmal, kannst du Arabisch? Ja? Denn den Koran kann man nur auf Arabisch verstehen. Und er ist auf diese Frage ist er ganz speziell nicht eingegangen. Er ist die ganze Zeit abgehauen. Wo ist sein Problem? Warum kann er darauf nicht antworten? Ja, es hat keinen Wert, weil das Ding ist, er redet und redet und redet. Ja, und das wollte ich gerade gar nicht hören. Also ich will was... Er hat einen Monolog geführt. Ja. Shalom an allen Geschwistern. Also, Gottes Segen an allen. Was die hier alles erzählen, das ist nur eine Philosophie, ja. Die haben keine Quellen, die können das nicht beweisen, ja. Und dieses Aussage, was er gesagt hat, einfach zu, was will das heißen, ja? Ja. Also die nehmen überhaupt nicht in Ernst die Bibel, ja, und sagen einfach, das ist nicht einfaches Buch wie Bibel. Was meinen Sie damit? Wie können Sie und welchem Recht haben Sie, einfach diesem Wörter zu sagen? Ja. Ist so. Die Bibel ist eine Bibliothek aus 62 Büchern. Ja. Der Koran ist ein Buch. Also wir haben 62 Bücher, die alles beweisen, dass der Christentum die wahre Religion ist. Amen. Amen. Wieso ist er rausgegangen? Der Typ ist rausgegangen. Ich wollte jetzt gerade auf ihn eingehen. Oh mein Gott. Okay, nicht so schlimm. Ich wünsche euch Gottes Segen, Bro. Ich lasse euch mal ein bisschen Platz hier, Plattform. Gil, bevor du gehst, kannst du Arabisch? Ana tahki la Arabi. Sie kann mehr Arabisch als der gerade hier war, dieser Philosoph. Miss Dawa. Ja. Ich küsse doch dein Herz, Mann. Ich küsse dein Augen, Bruder. Dein Augen. Ich küsse deine Augen, ich küsse alles, was du hast, wirklich. Dankeschön, Bro. Ich habe euch Gottes Segen, wir hören uns wieder später. Ich bin schon unten. Okay, kein Problem. Alles gut. Richtig, Sass unterwegs. Gott, deswegen, Phoenix, die Protestanten haben 66. Ich muss kein Arabisch können, um Muslime zu sein. Yes, also, dann holen wir mal jemanden hoch. Bin mal gespannt. Nicht schon wieder der, ey. Leute, habt ihr Bock auf diesen Leon oder Lion oder wie auch immer? Kannst du hoch machen. Okay.
Leia, hey, hallo, warum hast du keinen Bock auf mich? Come on. Ich denke, okay, Leute, ich mal, Brian, stumm dich mal kurz, bitte. Okay, Lion, soll ich dir mal ein Vers zeigen, wo du Dingi Dingi machen darfst? Soll ich dir das zeigen? Dingi Dingi. Yeah. Ich denke, man darf Israel gar nicht kritisieren, weißt du warum? Weil kommt da mit Israel, raus mit dir. Wir reden hier gerade nicht über Israel, raus mit dir, Mann. Das hat keinen Wert, Mann. Ein richtiger Komiker, ey. Reden hier über ein Thema Israel. Ja. Was Israel? Wir reden gerade über was ganz anderes, Mann. Bruder Flex, ich glaube, du solltest das hier jetzt nochmal sagen. Leute, jeder, der hier hochkommt, hier ist ein Thema, hier geht es um ein Hadith beim Flex, ja, um Koranverse. Wenn ihr hier hochkommt, dann seid bitte bereit, darüber zu reden und erfindet nicht einfach irgendein Thema oder springt auf irgendein anderes Thema. Ansonsten hoch und runter. Wir machen hoch, wir machen runter. Also wie gesagt, und Leute, die hier immer sagen, es wäre Hetze, das hat hier nichts mit Hetze zu tun. Leute, ich zitiere aus dem Buch und fertig. Das hat mit Hetze nichts zu tun. Ne? Genau. Hört ihr mich, Leute? Brian, hörst du mich? Ja, klar. Also wir holen jetzt jemanden hoch und dann schauen wir mal. Keine Ahnung, wer das ist. Schauen wir mal. Gottes Segen. Adam, du Löwe, Alter, du zählst jede Sekunde mit. Hey, hallo, Harun? Harun, hallo? Ja, moin, Fleck. Okay, raus mit dem, hat keinen Wert. Zeitverschwendung. Holen wir mal BA Tony hoch. Tony, Gott sei Dank. Hallo, Tony? Hallo Tony. Okay, Zeitverschwendung raus. Ja, bisher kann keiner mehr hochkommen, weil die verschwenden einfach nur unsere Zeit. Okay, ist auch nicht so schlimm. Somit, wie gesagt, verbotene Wahrheit, du willst hochkommen. Warte. So, jetzt. Gottes Segen. Gottes Segen. Ja. Ja, ich muss das leider hier erwähnen, weil das nervt sehr schon. Ja. Also ich will hier wirklich manifestieren für jeden Muslim. Wir hetzen nicht. Warum? Okay. Wir decken eure Schrift auf. Ja, das ärgert euch. Ihr könnt es nicht beantworten. Die meisten kennen es nicht. Aber überlegt, wer hetzt, ja, der Koran hetzt überall gegen uns. Er pflanzt euch die Hetze schon ins Herz, ja. Er hetzt nicht nur, er spottet über Gottes Wort, ja. Ja. Merkt euch das. Wir hetzen nicht, weil wir rechtfertigen uns eigentlich irgendwo, ja. Mhm. Braucht ihr euch nicht aufregen, weil er vollbracht hat. Dann überlegt, wer hetzt, ja. Schon bei euch in der Schrift. Das wollte ich hier mal klarstellen, ja. Und ich möchte noch kurz was zum Abschluss noch sagen, Leute, weil ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Bisher konnte mir sowieso keiner diesen Hadith erklären. Die Leute, die hier hochgekommen sind, haben nur philosophiert. Nur Philosophie bis kracht. Ja, keine Quellen. Ja, ich habe keine einzige Quelle bisher bekommen. Bisher nur noch Philosophien ohne Ende, das ist ganz klar. Ist aber auch kein Problem. Ich liebe es, wenn die philosophieren. Ja, Philosophie ist ja nichts Neues eigentlich bei den Pharisäern. Ist ja auch okay so. Aber nichtdestotrotz möchte ich kurz eine Sache erwähnen, Leute. Wenn euch dieser Stream nicht passt, okay, wenn ihr ein Problem habt, ja, ihr könnt nicht drauf antworten oder sagen wir mal, es triggert euch. Leute, einfach den Stream verlassen. Die mit dieser Religions, sagen wir mal, Thema hier nicht klarkommen. Leute, ihr müsst nicht hochkommen, ihr müsst nicht aggressiv werden. Ihr müsst einfach nur den Stream verlassen. Wenn ich zu einem Stream gehe und ich merke, dieser Stream gefällt mir nicht, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe da raus und gehe da nie wieder rein. Nie wieder! Warum? Weil dieser Stream mich nicht interessiert. Adam, ich bin kein Pharisäer, bin stolzer Mardelli. Ja, also Bruderherz, Adam, ist doch gut. Finde ich doch schön. Kein Problem. Sei ein Mardelli, ist doch schön.
Nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus möchte, ist, eine Sache will ich noch kurz erwähnen. Wenn euch dieses Thema stört und es tut euch weh, kommt nicht in diesen Channel. Weil ich sage euch ganz ehrlich, das, was ich hier rausholen werde, das wird wehtun und es ist authentisch. Das ist Fakt. Okay? Wen es nicht passt, hier in Deutschland, ja, das ist eine, das ist ein christliches Land und wenn man damit nicht klarkommt, ja, wie gesagt, Leute, ihr müsst hier in Deutschland nicht leben. Das ist schon mal Fakt, ja. One-Way-Ticket back to your country. Ich küsse doch eure Nierensteine, Mann. Ich küsse doch eure Nierensteine, wirklich. Ihr müsst hier in Deutschland gar nicht leben, wenn euch das hier nicht passt, dass die Leute hier eine Meinungsfreiheit haben und über gewisse Dinge reden. Hey, Leute, sorry, wir sind nicht in Arabien. We are in Germany. This is simple and easy to understand. Okay? Ich lebe hier in Deutschland, ich passe mich das Land an. Ich passe mich an. Ja? Wem es nicht passt und er kommt mit der Meinungsfreiheit hier in Deutschland nicht klar, Leute, One-Way-Ticket back to your country. Wenn mir Deutschland nicht passt, ich sage euch ganz ehrlich, ich gehe zurück. Wenn mir Deutschland nicht passt, gehe ich zurück. Aber da ich Deutschland liebe, passe ich mich an. Ganz einfach. Ganz einfach. Simple and easy. Simple and easy. Das ist einfach zu verstehen. Vor allem seid doch dankbar, dass er hier die Aufgabe, die Ausübung für euch gemacht hat, ja. Der weiß ja, was er vorliest und die meisten kennen es ja nicht. Ja? Seid doch dankbar, dass er euch hier für euch vorliest, weil ihr tut es ja von euch aus nichts. Ja. Nee, aber im Ernst, ganz im Ernst, also wenn das keiner macht, ich rede, warum nicht? Wir sind auf deutschem Boden, merkt euch das, Leute. Wir sind auf deutschem Boden. Wer sich Deutschland nicht anpasst, ist Germany. Das ist Germany, fertig. Simple and easy. Ne? Das ist schon mal Fakt. Wen es hier in Deutschland nicht passt, der soll einfach das schöne Deutschland einfach verlassen. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und aufhören, hier einen Aufstand zu machen und aufhören, hier Leute zu drohen und aufhören, Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Mal steigt in den Zug ein und back to the roots. Go back to your country. Simple and easy. Ich bezahle das Ticket sogar für euch. Die ganze christliche Community sammelt sogar Spenden dafür und back to the roots. Back to where you belong to. Und darf ich noch was zu sagen, dass wir keine Angst haben? Wir sind ruhig, weil wir keine Angst haben. Wir sind ruhig, weil wir keine Angst haben vor euch. Und wir haben auch die Kraft, gegen euch zu gehen. Wir müssen es nicht gewaltmäßig machen, weil wir wissen, was wir drauf haben. Das müsst ihr immer vor Augen haben. Wir haben keine Angst vor euch. Wir sind in der Gemeinschaft sind wir stärker wie jeder andere, der gegen uns kommt. Richtig. Das hast du sehr gut gesagt, weil viele unterschätzen uns Christen. Das wissen die nur nicht. Aber wir sind viele. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Wir sind viele. Ja, nur weil wir ruhig sind, ja, verwechseln die das mit Schwäche. Ja, das will ich nur noch mal gesagt haben. Wir sind viele. Das sage ich euch. Wir sind sehr viele. Sehr viele sind wir. Wenn ihr wüsstet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ihr wüsstet. Wir sind viele. Du hast gar nichts zerstört. Weißt du, du kleiner Fisch hast niemanden zerstört, weil du bist nur ein redegewandter Wannabe. Starker Mensch. Lese das mal nach und dann kommst du noch mal her und dann fragst du noch mal, ob du uns zerstört hast oder nicht. Mr. Danke, danke. Du hast noch nicht mal gerade den Flex Antworten geben können, weil du ein Wannabe bist. Richtig. Ich hatte eine simple Frage gestellt. Was willst du zerstört haben bis jetzt? Nichts. Deswegen, ich küsse dein Herz, Joe. Ich küsse dein Herz, Joe. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich wirklich soll Gott dich segnen und deine ganze Familie, Bruder Herzmann. Ohne Spaß, wirklich. Sehr starke Worte. Nichtsdestotrotz, Bruder Herz, wir machen kurz einen Abschluss. Ich mache kurz eine Pause. Ich muss unbedingt was essen. Und Leute, Beast Mode Johnson, yes, Jesus is King. We love Jesus. Yeshua al-Masih, Leute. Yeshua al-Masih, Leute. Yeshua al-Masih. Also, Leute. Joe, danke für deine Worte. Verbotene Wahrheit. Vielen Dank, dass du hochgekommen bist. Brian, vielen Dank, dass du da bist. Und an die ganze christliche Community, wirklich, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich küsse eure Herzen, wirklich. Für diese Unterstützung, Leute. Brian, Alter, hör auf damit, Mann.
Also Leute, ich gehe jetzt auf. Also ciao, ciao. Ciao, Gott segne. Ciao.